total ganz anderes. Ganz komplett. Lass mich erklären. Komplett anderes Video. Kein Motorrad, kein Sport. Anders. Ich habe einfach Spaß dran, mit euch, mit dir, allen Ernstes irgendwas, auch was anderes, was ich im Leben mache, zu teilen. Und es ist der erste so richtige Frühlingstag, Freitag, Nachmittag, Spätnachmittag, abends. Sowas natürlich nicht interessiert bist, bin ich dir nicht böse, wenn du das Video nicht anschaust. Aber mir macht es einfach Spaß. Ich habe auch ein anderes Hobby. Zuerst muss ich ein Auto waschen, das schaut aus wie Sau. Waschanlage hat schon zugehabt. Man braucht ja für einen Sprinter eine Spezialwaschanlage. Freitagabend ist ja keine gute Idee. Weil. Was gibt es? Pizza. Das ist nicht so schlecht. So, die Kunst wird so ein bisschen zu sein. Die Kamera jetzt, weil ich möchte ein bisschen so quasi Donau bei Sonnenuntergang machen, so in Verbindung mit, wo ist die Sonne, wenn sie untergeht, wo habe ich aber eine schöne Bildkomposition und also somit die Challenge, wie richte ich jetzt die Kamera aus. Ich nutze dafür hier diese App, diese Fotopilz-App, die zeigt mir genau, wann die Sonne untergeht und vor allem, wann die dann an welcher Stelle ist, sodass ich die Kamera ausrichten kann und Komposition dafür finde. Habe ich jetzt noch nicht, muss ich mal weiterschauen. Das ist hier wieder mal gar nicht so einfach. Ich will ein bisschen so auf führende Linien schauen, also sprich, der Weg führt zu dem Sonnenuntergang, das Wasser führt in den Sonnenuntergang. Und da habe ich bis jetzt gar nichts gefunden, was mir so hundertprozentig zusagt. Jetzt habe ich noch so circa eine Stunde Zeit. Dann wird es schon langsam weiter runtergehen. Jetzt mache ich nochmal von vorne an. Schauen wir mal. Immer was zu tun, ne? So, ich habe jetzt eine Position gefunden. Laut meiner Fotopilz-App geht die Sonne jetzt exakt da dann unter. Ich habe jetzt hier die Sony A7 R3 mit dem 70-200 von Canon adaptiert auf mit dem Sigma MCL-Adapter. Das funktioniert zum Foto machen eigentlich ganz gut, zum Video machen eher weniger. Um kurz mal die Einstellungen zu zeigen. Fokus. Ich bin jetzt hier auf Blende 9, ISO 50, natürlich ISO so wenig wie möglich, Blende 9, weil ich habe es probiert. Das Objektiv ist mit Blende 9 einfach am schärfsten und somit, warum soll ich eine andere Blende nehmen? Was ist denn hier los? Ich habe bewusst jetzt ein Teleobjektiv genommen, weil ich will halt irgendwie diesen komprimierten Look ein bisschen haben und wenn jetzt dann hier im Hintergrund die Sonne dann untergeht, dann muss das eigentlich ganz gut ausschauen. Eigentlich schon eine coole Abendstimmung, ne? Laufen jetzt irgendwelche Leute rum, man kann nicht alles haben. Ich werde mir jetzt noch ein Bier aufmachen, sonst habe ich nicht dabei. Warten, bis die Sonne untergeht und dann schauen wir uns mal das Foto an. Just close your eyes. Oder auch nicht. And let them
I know it's hard to fall asleep, but do your best. 'Cause there's a place that I go to when I wanna hide from all the Wow, ein paar mega geile Fotos gemacht. Mega Sonnenuntergang. War der absolute Hammer. Ich zeige die Bilder am besten im Video. Ich glaube, mein Akku ist gleich leer. Es wird jetzt auch schon langsam finster. Ja, gehen wir hier kurz durch. So mal kurz so seht. Mega geiler Sonnenuntergang gehabt hier. Ne? Richtig cool. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, ich habe ein Bier genossen, ich habe ein bisschen entspannen können, habe nebenbei noch ein bisschen mit ein paar von euch telefoniert und jetzt muss ich zurück zum Sprinter, es sind circa eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, alles wieder zurücktragen und dann vielleicht schneide ich noch das Video. Also jetzt habt ihr mal ein bisschen Einblick gehabt in mein Hobby, was ich so quasi neben dem Motorradfahren, neben dem Arbeiten noch so alles mache. Ich stehe einfach auf Kameras, ich mag Technik, ich mag das Thema Licht, ich mag mich damit beschäftigen, ich mag mich damit auseinandersetzen. Man braucht ein bisschen so einen Ausgleich. Wenn ich noch mehr Interesse an dem habe, was ich so alles nebenbei noch alles mache, was ich für Hobbys habe, was ich so, wie mein Tagesablauf ist, schreibt es in die Kommentare, vielleicht mache ich darüber mal was. Also, bis dann, ciao.